Hallo liebe Wazerinnen und Wazer, herzlich willkommen liebe Map-Editoren. In diesem Tutorial möchte ich euch zeigen, wie ihr Parkplätze richtig anlegen könnt. Das kann nämlich schon mal eine richtig verwirrende Sache sein. Als erstes schauen wir mal nach, ob wir Parkplätze als Ort überhaupt aktiv haben oder nicht. Um doppelte Einträge zu vermeiden, sollten wir unbedingt das Kontrollkästchen reinmachen. So, jetzt sehen wir einmal, Kontrollkästchen ist raus und wieder rein. Und bei manchen Parkplätzen hat sich jetzt nun ein Ort drüber gebildet und bei anderen nicht. Tja, die, wo ein Ort drüber liegt, das sind Parkplätze, die öffentlich erreichbar sind und daher auch annavigiert werden dürfen. Hier haben wir noch einen Parkplatz ohne Ort, das scheint mir ein Bürogebäude zu sein. Da sollte natürlich niemand reinwasen, aber ich sag mal, Büromitarbeiter freuen sich, wenn sie trotzdem über den Parkplatz gelotst werden können. Die einfachste Art von Parkplätzen sind Parkplätze, die aus ein einzelnes Segment bestehen. Ja, einfach nur ein einfaches Rein-Raus ist ziemlich anfängerfreundlich, kann man nicht viel falsch machen. Darüber dann halt einen entsprechenden Ort legen, wenn das Ganze öffentlich ist oder auch nicht. Und in diesen Ort könnt ihr dann weitere Informationen eintragen, wie zum Beispiel Öffnungszeiten, Zahlungsarten, Anzahl der Parkplätze, ist das Ganze kostenpflichtig oder nicht, etc. 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 Kommen wir nun zu etwas komplizierteren, und zwar Parkplätze, die in sich geschlossen sind. Da könnte man jetzt einfach einen Kreis ziehen, macht das aber heute bloß nicht, da habt ihr nämlich einen Loop gebaut. Ein Parkplatz, ich nenne ihn einfach mal liebevoll P-Parkplatz, sollte mindestens immer aus drei verschiedenen Segmenten bestehen, damit jede Straße an eine neue Straße anschließt und so ein Looping ausgeschlossen ist. Das Waze denkt nämlich sonst, ihr navigiert von derselben Straße in dieselbe Straße hinein, was dazu führt, ihr seid schon da. Waze denkt sich dann, warum soll ich euch im Kreis navigieren? Deswegen, und um genau solche Navigationsfehler zu vermeiden, bitte drei Segmente mindestens anlegen, die Abstände davon sind egal. Solche P-Parkplätze, nenne ich sie jetzt einfach mal liebevoll, werdet ihr noch ganz oft anlegen. Die gibt es nämlich öfters in allen verschiedenen Größen, Variationen und Formen. Lass mich mal kurz gucken, hier wäre zum Beispiel direkt ein weiterer solcher P-Parkplatz, die Abstände sind wie gesagt egal, muss auch nicht unbedingt eine P-Form sein, das sieht ganz ganz unterschiedlich aus, oder man kann es natürlich auch entsprechend, wenn es ganz viele weitere Wege gibt, erweitern. Hier haben wir jetzt nochmal ein wunderbares Beispiel, wie das Ganze dann aussieht, wenn es komplexer gebaut wird. Man kann es halt wirklich jeden einzelnen Weg einzeichnen, wie man möchte. Muss man aber nicht, wenn das Ganze nur aus zwei Segmenten besteht, die sich nicht berühren, so wie in diesem Fall hier. Hier haben wir auch wieder noch einen ganz einfachen Parkplatz. Und hier haben wir auch wieder nur einen ganz einfachen Parkplatz, der aus einem Segment besteht. Super Sache. Wenn Ein- und Ausgang auf derselben Straßenseite sind, aber an zwei verschiedenen Punkten, dann macht dort bitte auch zwei verschiedene Segmente, um eine Loopbildung zu vermeiden. Hier geht es zum Beispiel dann einmal rein und dort geht es dann einmal wieder raus. Super Sache, Loopbildung ist unterbunden und so legt ihr bitte auch Tankstellen an. Das ist der sicherste Weg, um sich durch eine Tankstelle durchzunavigieren. Einfach einmal rein und dort ein zweites Segment mit wieder raus. Kommen wir nun zu was Besonderem, und zwar zu Parkplätzen von Supermärkten und anderen Geschäften. Ja, diese bitte nicht als öffentlich markieren, da diese keine öffentlichen Parkplätze sind. Supermärkte schließen meistens die Parkplätze zu einer bestimmten Uhrzeit ab oder erlauben nur ein kurzes Parken von meistens 30 Minuten bis 2 Stunden. Da das keine öffentlichen Parkplätze in dem Sinne sind, dass man dort die ganze Zeit stehen kann, bitte auch nicht als öffentlich als Parkplatz markieren, ja. Viele sagen jetzt, oh nein, aber ich möchte doch so gerne, dass die Leute da direkt hin navigieren. Ja, man kann tatsächlich den Ort verlinken, und zwar man kann ihn einmal falsch verlinken und einmal richtig verlinken. Also es gibt einige Leute, die ziehen dann krampfhaft den Ort noch mitten auf dem Parkplatz, dass das Ganze dann in deren Auge verlinkt ist. Ja, das kann man machen, ist eine Lösung, sieht nur nicht so elegant aus, besonders nicht dann im Editor, weil dann haben wir einfach eine riesen Fläche, die komplett falsch ist, die nicht den tatsächlichen Grundriss entspricht. Oder man macht es klüger, man geht zum Beispiel hier auf diesen Aldi und setzt dann dort einen Einfahrtspunkt. Ja? Und dieser Einfahrtspunkt ist, wenn ihr genau darauf achtet, hier mitten auf den Parkplatz gelegt. So, jetzt gehen wir mal hier auf den Waze Editor, sagen hier mal einmal ID Rellinghausen. Ach, da ist es schon. So, sagen hier einmal bitte suchen.
Und da haben wir hier einmal unser ID-Geschäft und hier haben wir gut sichtbar unseren Parkplatz und der wird uns auch direkt auf diesen Parkplatz rauf navigieren. Ja, das ist, jetzt, na, einmal bitte losfahren und dann sagt er schon hier, Übersicht, das wäre jetzt meine Strecke, hier wäre mein Ziel, zoomen wir mal kurz ran und wie ihr seht, er schmeißt mich perfekt auf den Parkplatz raus, da wo der Einfahrtspunkt ist. Ich sehe das, was du nicht siehst und das ist ein Parkplatz mit Namen. Parkplatzstraßen bitte immer ohne Namen eintragen. Ich zoome hier mal rein und wird hier deutlich, ach, hier ist noch ein Name drin. Das darf nicht so sein, deswegen schmeißen wir den Namen ganz schnell mal wieder raus, machen hier einfach ohne rein, übernehmen das Ganze und gehen dann auf Speichern, dass der Name raus ist. Auch solltet ihr darauf achten, wenn ihr einen Parkplatz anlegt, wirklich nur die Hauptadern anzulegen. Also es muss nicht in Minimalismus verfallen. Hier zum Beispiel, das Beispiel finde ich sehr gut. Hier ist einfach nur wirklich eine Linie links, eine Linie rechts, eine geradeaus. Hier könnte man jetzt noch drum rum bauen, wenn man möchte. Aber diese Punkte, die liegen so eng beieinander, das kann man sich auch schenken. Was Anfänger auch immer wieder gerne machen und auch gut gemeint ist, aber falsch ist, ist, dass sie einfach so wie hier eine Parkbucht einzeichnen. Naja, eine Parkbucht findet, glaube ich, jeder. Dafür braucht man keine Navigations-App. Daher nehmen wir die auch nicht auf. Wir nehmen wirklich nur Parkplätze auf, die auch Parkplätze sind, also als diese ausgeschildert sind und wirklich Platz bieten für mehrere Fahrzeuge und nicht einfach nur am Straßenrand dann rechts ranfahren. Das kann glaube ich, jeder. Dafür braucht man keine Navigations-App. Zum Schluss haben wir Parkhäuser. Parkhäuser, die unterirdisch verlaufen, da braucht ihr keine Hauptwege einzuzeichnen, da dort kein GPS-Signal ist. Das Einzeichnen wäre da sinnfrei. Das sind alles tote Wege, die Waze in dem Fall nicht erkennen wird und auch nicht nutzen wird. Hier haben wir jetzt noch so einen kleinen Sonderfall. Hier haben wir zwar eine Einfahrt rein und eine Einfahrt wieder raus. Die Raus-Einfahrt wiederum ist hier problematisch, weil dieses Stück wird wahrscheinlich zu kurz sein, um hier ein GPS-Signal zu haben. Dementsprechend ist das nur eine Ausfahrt, die nicht befahren werden kann für Waze, was problematisch ist. Das könnte dann zu Ladeproblemen führen, also verbinden wir das Ganze hier mal und sagen, ja, genau, so machen wir das Ganze mal. Als P-Parkplatz, schon besser. Hauen hier mal den Straßennamen raus, warum auch immer überall Straßennamen sind. Ich werde bekloppt, ich will es aber gar nicht wissen, seit 2015 ist es niemandem aufgefallen. Hallo 2021. Speichern. Jetzt habe ich selber nicht gespeichert. Falls ihr euch fragt, was das hier für tolle Buttons sind, das sind Skripte, mit denen brauchen Anfänger nicht zu arbeiten. Erfahrene Editoren können sich aber gerne mit Skripten arbeiten, aber auch hier gilt, Skripte bitte nur auf eigene Verantwortung benutzen. Letzten Endes, falls was schief geht, ist nicht das Skript schuld, sondern der Editor. Also Anfänger am besten immer mit einem klaren Editor arbeiten, der nicht irgendwie mit Skripten belastet ist. Zurück zu den Parkhäusern, falls ihr da irgendwie Fragen oder Probleme habt, im Zweifelsfall lieber nochmal im Slack-Server oder Discord nachfragen. Da werdet ihr bestimmt Hilfe finden und keiner wird euch da irgendwie den Kopf abreißen. Zögert da nicht zu fragen. So, dieses Gebäude hier scheint nun sauber verlinkt zu sein. Parkhäuser, die wiederum oberirdisch verlaufen und damit super GPS-Signal haben, da könnt ihr natürlich Wege einzeichnen. Das Ganze gilt natürlich auch für Parkhäuser, die eine Dachterrasse haben. Scheut euch nicht davor, da die Wege einzuzeichnen, damit auch jeder problemlos dort rein und raus navigieren kann. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Es war viel, viel Arbeit für mich. Falls ja, lasst einen Daumen hoch da. Wenn noch was unstimmig sein sollte, schreibt es doch einfach in die Kommentare oder besucht uns auf unserem Slack-Server oder im Discord. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Tutorial-Video. Weitere Videos findet ihr oben in der Infokarte verlinkt.